Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ladies und Gentlemen, heute will ich euch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte mit Drama und Spannung und Liebe und Ninjas. Na gut, weniger Ninjas, aber wer mag schon keine gute Geschichte? Vor langer oder auch gar nicht so sehr langer Zeit gab es einen talentierten, fleißigen und, wenn ich das so sagen darf, äußerst gut aussehenden jungen Gentleman. Er trug den Namen Felix. Er war überaus gelehrt und gewandt im Gespräch und fleißig. Ach ja, und er spielte Klavier. Und dann war dort noch eine liebliche Lady, zart besaitet, schüchtern, höflich und ein Musterbeispiel für die pure Definition einer gut erzogenen Dame. Ihr Name war Miriam, doch ihre Freunde riefen sie nur kurz Mia. Wenn sie nicht mit höflich sein und bezaubernd aussehen beschäftigt war, dann liebte sie es, sich die Zeit mit dem Basteln der abenteuerlichsten Dinge zu vertreiben. Eines Tages baute sie ein Boot, ein Schiff der Freundschaft und des Abenteuers. Mit Segeln so weiß wie Wolken und so flauschig wie kleine Schäfchen im Morgenlicht. Mit diesem Schiff fuhr sie in die Welt, sah viele wilde Gegenden und landete in der wildesten von allen, dem Siegerland. Dort purzelte plötzlich Felix mit ins Boot. Was für ein gut aussehender Gentleman, dachte Mia. Was für eine bezaubernde Lady, dachte Felix. Und so setzten sie die Reise gemeinsam fort. Doch oh wei, das holde Glück konnte nicht ewig halten. Wusch, spritzte das Wasser aus der Mitte des Bootes und alles wurde nass. Und klamm und kalt und überaus unbehaglich. »My dear, ich glaube, wir haben ein Leck, wie es scheint«, sagte Felix. »Was du nicht sagst, du Blitzmerker«, keifte Mia zurück, während sie panisch im Kreis rannte und aufgebrachte Blicke purer Missachtung auf das Wasser und die Planken und das Boot und alles in ihrer Nähe schleuderte. Das Wasser war oben, unten, rechts und links und überall. Krachte, rumste und plötzlich war Ruhe. Was ist das für ein seltsamer Ort? Welche Abenteuer und Erlebnisse hier wohl auf sie warten würden? Vielleicht rosarote Elefanten, ganz aus Zuckerwatte. Oder ein einsamer Einsiedler, der auf Rettung wartete. Oder ein Einsiedler mit rosaroten Zuckerwatte-Elefanten. Oder Ninjas. Zunächst allerdings brauchten sie ein Dach über dem Kopf. Mit Felix' Expertise und Mias handwerklichem Geschick entstand schon bald ein heimeliges Heim mit allem, was man zur Gemütlichkeit so braucht. Schon bald wurde aus dem rustikalen Bau eine kleine, aber feine Hütte und dann ein richtiges Haus und ein schließlich ein kleines, aber umso feineres Anwesen. Immer hübscher und immer gemütlicher wurde das neue Heim, bis auch die furchterregende Fremde der abgeschiedenen Insel nur noch ein spannendes Abenteuer direkt vor der Haustür war. Alles schien friedlich und fröhlich und ganz und gar überaus behaglich, wie die warme Frühlingssonne, die sanft auf den Armen kitzelt. Mia und Felix lagen vor ihrem Haus und genossen ihre wohlverdiente Picknickzeit, als plötzlich Krach, Wusch, sich ein gigantisches, furchteinflößendes Monster aus den tiefsten Abgründen des Meeres erhob, Arme stark genug, um ein Schiff zu packen und mitsamt seiner armen Seelen in die schwärzesten Tiefen zu ziehen, Augen groß und glubschig und unvergleichlich böse. Alle Geschichten und all das Seemannsgarn waren wahr. Das Unimonster gab es tatsächlich. Unsere beiden Helden bekamen den Schreck ihres Lebens und während sie sich noch aneinander klammerten und realisierten, was da gerade vor ihren angstgeweiteten Augen geschah, schlängelte sich einer der glitschigen Tentakelarme durch die Tür ihres wohligen Heimes und stahl alle Zeit, die die beiden hatten. »Das ist aber nicht die feine englische Art«, beschwerte sich Felix entrüstet. Und wenn ich das anmerken darf, hatte er auch alles recht dazu. Was fiel diesem Unikraken-Monster-Ding denn ein?
Es kam einfach aus seinem Versteck geschwabbelt, schnappte sich all die Freizeit, die für Spaß und Freude gespart worden war, und führte sich dabei auch noch auf wie ein wirklich unzivilisierter Rüpel. Während Felix Argumente und höfliche Bitten nur noch mehr wütendes Geblubber hervorriefen, dauerte es nicht lange, bis Mia die einseitige Diskussion zu langweilig wurde und sie zur Tat schritt. Wow! Flog ihr Reisegefährte durch die Luft, wie ein Vogel, wie ein flugkranker, verwirrter und zugegebenermaßen sehr seltsam anmutender Vogel. Aber er flog. Und während das Monster noch glubschte und gurgelte, flog Felix genau auf seine Beute zu und schnappte sie dem Monster direkt aus seiner kalten, glitschigen Umschlingung. Das abscheuliche Untier tobte. Der Himmel verdüsterte sich und Blitze fuhren herab in die wogenden Berge der sich aufbäumenden See. Doch dann wurde aus dem wutentbrannten Toben ein verwirrtes Blubbern, als das Ungeheuer merkte, dass Mia noch lange nicht alles gegeben hatte. Buch um Buch schlug auf seiner glatten Haut auf, bis es mit einem Heulen in den tiefen Abyss der See verschwand, aus dem es aufgetaucht war. Auf der Insel kehrte wieder Frieden ein. Mit der ganzen Zeit wieder zurückgewonnen, gönnten sich unsere beiden Helden ihre wohlverdiente Ruhe. Schon bald versprachen sie sich, all ihre Zeit gemeinsam zu verbringen. Und so lebten sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage.